Heute wollen wir in Haiblingen ein Rezept nachmachen aus dem Jahre 1717, um genau zu sein, ein Honigwein. Dazu habe ich hier schon alle Materialien aufgestellt, die wir dazu brauchen. Und dabei werden wir versuchen, auch so vorzugehen wie im Jahre 1717, damit am Ende der Geschmack wirklich so nah herankommt wie möglich, wie das damals geschmeckt hat, und nicht versuchen, es so modern zu interpretieren, wie wir heute arbeiten. Das Rezept, was wir heute anwenden werden, kommt aus dem Kochbuch Die vollendete Haushälterin und Universalköchin, wurde 1717 in London aufgelegt. Und es sind zwei Abschnitte. Wir fangen mit dem ersten an und werden das umsetzen. Und dann gehen wir weiter. Ich habe uns das ins Deutsche übersetzt. Da es mehrere Arten von Honigweinen gibt, ist es notwendig, drei davon gesondert zu erwähnen. Mit dem ersten werden wir uns heute beschäftigen. Weißer oder Sackmet wird auf folgender Weise hergestellt. Setze eine Gallone besten Honigs auf 5 Gallonen Wasser, erhitze es, bis es kocht, und koche es eine Stunde lang gut. Wobei du daran denken musst, es gut abzuschröpfen. Anschließend nimm es vom Feuer und stelle es zum Abkühlen bereit. Und genau das werden wir jetzt machen. Hier ist schon mal der Topf. Der soll ungefähr 13 bis 15 Liter Wasser fassen. Wir haben einen Gärbehälter, später der 10 Liter fest. Dazu haben wir besten Honig. Ich habe entschieden, das Weithonig zu verwenden. Da steht bester Honig. Ich gehe davon aus, dass das ungefähr der Qualität entspricht. Noch dass damals schon ein sehr kräftiger Honig war. Die Gewürze stehen für später bereit. Laut Rezept arbeiten wir mit einem Volumenmaß. Das werde ich heute auch so machen, weil es einfach einfacher ist und wir immer keine Ungenauigkeiten haben und wir nicht auf Gramm genau gucken müssen, sondern wirklich bei dem Volumen bleiben. Das ist eine Tasse vom Purzelbaum und da passt ungefähr 1 Liter rein bis zur Kante oben. Und so werde ich das voll machen und hier einfach mal 10 Liter Wasser hinzufügen. Ich habe jetzt die Hälfte des Wassers drinnen und als nächstes werden wir den Honig hinzufügen. Den habe ich ja schon einmal entnommen als Volumen und den werden wir hier reinmachen. Für die Leute, die es interessiert, ich habe es auch abgewogen, es sind ungefähr 2,9 Kilo bis 3 Kilo Honig auf 10 Liter Wasser. Und ihr seht, wir nehmen das hier heraus. Und wenn der Honig draußen ist, können wir ein bisschen Wasser hineintun. Und dann kann man das an der Schale schön auskratzen, dass wir wirklich möglichst viel Honig am Ende in unserem Topf haben. Der Topf ist voll. Hier sind 2 Liter Honig bzw. fast 3 Kilogramm Honig drin und ungefähr 10 Liter Wasser und das werden wir jetzt einmal aufkochen. Beim Einheizen des Kessels gehe ich folgendermaßen vor, ich nehme etwas Holzkohle, etwas Holz und ein bisschen Stroh, damit zünde ich an. Am Anfang brennt das Holz sehr gut, später ist es dann die Glut der Kohle und dann lege ich nach und nach immer Kohle dazu von allen 3 Seiten und so bekomme ich am besten eine gleichmäßige Hitze in den großen Kessel. Während das Feuer gerade anfängt zu brennen und der Kessel ganz langsam anfängt einzuheizen, beschäftigen wir uns schon mit dem nächsten Schritt, den wir brauchen, wenn das fertig ist mit dem Kochen. Und dazu steht im Rezept, nimm 2 oder 3 Stücke Ingwer. Ich habe ein großes Stück, das werden wir hier rausschneiden. 1 Stange Zimt, 2 Muskatnüsse, auch die sind schon vorhanden. Zerdrücke diese ein wenig, steck sie in einen Hollandbeutel. Das ist so ein Beutel hier, den man verschließen kann, damit man das später wieder als eines herausbekommt. Und lass es in der heißen Flüssigkeit stehen, bis sie fast kalt ist. Das heißt, wir werden das ins Wasser tun, wenn es 1 Stunde gekocht hat. Und jetzt müssen wir hierbei bedenken, das Rezept ist für 5 Gallonen Wasser und 1 Gallone Honig. Das ist insgesamt fast das Doppelte an Menge von dem, was wir heute machen. Das heißt, wir brauchen nur die Hälfte.
jetzt beginnt der geduldige Part des Kochens. Und zwar haben wir hier den Kochtopf, den wir langsam erhitzen. Ihr seht, es schäumt schon ein klein bisschen. Unten sind die Temperaturen was höher. Insgesamt ist es noch nicht am Kochen. Und in aller Ruhe müssen wir das hier regelmäßig umrühren, damit es nicht anbrennt. Der Met kocht endlich, wie ihr seht, ordentlich. Wir können jetzt hier langsam immer den Schaum abschöpfen und weiter den Met umrühren. Insgesamt eine Stunde soll der jetzt kochen. Das werden wir jetzt auch machen. Und das werde ich natürlich mit einer modernen Uhr messen. Habt ihr den, wie hat man früher die Zeit gemessen? Schreibt das mal unten in die Kommentare und dann werden wir mal gucken, was wir davon nachbauen können, was ich euch zeigen kann, wie man das gemacht hat. Und in Zukunft bei den nächsten Abenteuern, wenn wir Rezepte aus den verschiedensten Jahrhunderten ausprobieren, werden wir dann auch versuchen, das mit der Zeit zu messen, wie sie das damals gemacht haben. Eine Stunde hat das jetzt auf dem Feuer gekocht und wir können jetzt das runternehmen. Dazu nehme ich dicke Handschuhe, die ich mir anziehe, aus Leder, weil ich nicht weiß, wie heiß es ist. Und stelle das einmal auf den Tisch und gucke, dass das wirklich auf den Steinplatten steht, die ich auf den Tisch gelegt habe, da ich nicht möchte, dass der Tisch beschädigt wird. Wir wollen ja noch auch in Zukunft an diesem Tisch verschiedene Rezepte ausprobieren und es wäre schade, den jetzt kaputt zu machen. Jetzt nehmen wir den Gewürzbeutel, den wir zusammengestellt haben, wie ich euch das gezeigt habe, nehmen den, werfen den in den Met hinein und drücken den auch mit einem Kochlöffel runter, dass er dort unter Wasser auch mal ist und kann jetzt seine Gewürze abgeben, bis es abgekühlt ist, laut Rezept. Und das lassen wir jetzt stehen. Was ich erstaunlich finde, ist, wenn man jetzt so sich das anguckt über die Zeit, wie viel Wasser aus dem Kochtopf verdampft es in der Zeit, wo das gekocht hat. Das sind bestimmt 4,5 Liter. Mit so viel hätte ich nicht gerechnet. Ich habe gerechnet, dass es vielleicht 1-2 Liter sind. Ich schätze mal, dass es fast 4 Liter sind. Und damit ist sogar der Honiganteil prozentual gestiegen auf fast 3 Liter Gewichtsanteil. 4 Liter sind weg. Das heißt, über ein Drittel ist jetzt Honig insgesamt. Dass sich so stark das Verhältnis ändert, hätte ich nicht gedacht. Jetzt haben wir unseren Spaß mit der Hefe. Früher ist man hingegangen, hat einfach einen Schluck Hefe vom Boden abgezogen, von dem Getränk, das man früher vorher zubereitet hat, zum Beispiel Bier. Die Möglichkeit habe ich nicht. Ich habe keine aktive Bierhefe da. Werden wir vielleicht in Zukunft mal haben. Bier wollen wir ja auch mal brauen. Und deswegen verwende ich jetzt den Becher hier. Hab da 28,2 Grad warmes Wasser drin. Liegt daran, es gibt ganz, ganz viele verschiedene Bierhefen und ich teste verschiedene und habe zufälligerweise die hier da. Falls es jemand interessiert, kann er die suchen. Ihr könnt jede andere Bierhefe verwenden, wenn man das Rezept mal nachmachen sollte. Und diese Hefe muss eben bei einer bestimmten Temperatur dehydriert werden. Und da geben wir hier mal einen ordentlichen Schlusssatz rein. Die ist nämlich ein bisschen anfälliger. So, den Rest hebe ich mir auf für einen weiteren Ansatz. Und dann muss man sehr vorsichtig sein bei der Hefe hier. Ich drücke die einmal komplett unter Wasser, dass einfach mal jedes Hefekrümelchen ein bisschen Wasser berührt hat. Und dann lasse ich das hier stehen.
und lasse die Hefe mal in Ruhe für eine halbe Stunde bis Stunde stehen und dann werden wir sie in den Ansatz hinzutun. Wenn ihr mal sehen wollt, wie es da drin aussieht, so sieht es drin aus. Es bildet solche Klumpen, das ist komplett normal und das zieht jetzt langsam Wasser voll und dann vermischt sich das von selber in dem Glas. Gar nicht weiter was mitmachen. Und wie gesagt, am besten eine aktive Hefe verwenden. Habe ich leider heute nicht da und deswegen die hier. Die Hefe ist bereit. Unser Met ist größtenteils abgekühlt. Ein bisschen muss er noch runterkühlen. Das kann er aber auch im Gärgefäß machen. Ich lese nochmal den Rest vor. Dann gib so viel Bierhefe dazu, wie es braucht, damit es anfängt zu gären. Und danach stelle es an einen warmen Ort, so wie, als wenn man Bier macht. Und wenn es ausgegärt hat, fülle es in ein Gefäß, dass es knapp ausfüllt, also dass es knapp gefüllt ist. Und 2-3 Monate später kann man das auf Flaschen ziehen. Verkorke dies gut und bewahre es bis zum Trinken auf. Genau, das werden wir jetzt machen. Wir werden das jetzt hier in dieses Gefäß hineinfüllen. Dann kann es da nochmal den Rest runterkühlen. Das kann noch ein, zwei Stunden dauern. Dann haben wir am Ende die Hefe und unser Metansatz in der gleichen Temperatur. Ihr seht hier, es ist richtig schön farbig. Und das füllen wir jetzt hier nach und nach rein. Wir vergären unser Met übrigens in einem Fass aus Ton. Das hat die Bewandtnis, es gab drei Methoden, die man lange verwendet hat. Entweder ein Holzfass oder ein Glasgefäß oder eben ein Tongefäß. Und die meisten Menschen haben das in Tongefäßen gemacht. Das war günstig herzustellen, leicht verfügbar, überall haltbar und hat deutlich länger gehalten als ein Holzfass. Und deswegen auch war so ein Tongefäß am meist verbreitetsten und deswegen habe ich auch so eins anfertigen lassen, extra, damit wir das hier verwenden können. Hier steht der Topf sehr gut in der kleinen Ecke, die nicht so oft berührt wird. Ihr seht, der Topf ist voll und was jetzt noch fehlt, ist die Hefe und es riecht, jetzt wo ich das aufmache, der ganze Raum ist mit Waldhonigduft voll. Ihr seht hier die Hefe und sie hat kleine Bläschen gebildet, wie ihr seht und das liegt daran, dass sie angefangen hat und hydriert ist. Und die geben wir hier rein. Jetzt seht ihr, da oben sind so ein paar Pilze, die rumschwimmen. Das ist überhaupt nicht schlimm. Das ist jetzt eigentlich schon der ganze Ansatz. Und den machen wir jetzt zu. Und ihr seht, der Deckel ist exakt so geformt, dass der in die Kuhle geht. Wenn es drinnen CO2 entsteht, geht das nach draußen und bleibt nicht drinnen. Gleichzeitig sorgt es dafür, dass keine Luft reinkommt. Um diesen Effekt zu verstärken, macht man dann noch ein bisschen Wasser rein. So. Und jetzt kann kein Sauerstoff oder andere Stoffe von hier, dem Raum, in dieses Gärfass mehr hineingehen. Das lasse ich jetzt auch wirklich so stehen. 3-4 Monate, dann können wir mal reingucken, wie das so ist. Oder ich werde es reingucken. Und das Wasser, was hier drin steht, das werde ich regelmäßig nachfüllen müssen. Das heißt, alle 2 Tage werde ich hier hingehen und ein bisschen Wasser nachfüllen.